Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge zum Grundkurs Funktionalanalysis. Ich hatte eigentlich am Ende des letzten Videos gedacht, dass es heute tatsächlich weitergeht mit schwacher Ableitung. Dann habe ich mir mal den Stoff genauer angeguckt und habe gemerkt, schwache Ableitung ergibt im Moment noch nicht so viel Sinn, weil man irgendwie nicht alles dafür hat, was man braucht. Und deshalb habe ich mich mal dazu entschieden, die Reihenfolge des Stoffs und auch vor allen Dingen die Art des Stoffes, der behandelt werden soll, ein wenig umzuschmeißen und mich da tatsächlich eher an einem vollständigen Lehrwerk mal zu orientieren, anstatt immer so ein bisschen was rauszugreifen. Das heißt, das Ganze wird jetzt, wie man wahrscheinlich schon im Kapitel 3 gemerkt hat, weniger in die Breite gehen, aber dafür in die Tiefe der einzelnen Teilgebiete. Und ich versuche dann möglichst kompakten, aber auch gleichzeitig vollständigen Überblick zu geben. So, und das war jetzt auch gleichzeitig eine wunderbare Überleitung zum neuen Kapitel 4 Thema, denn es soll heute vor allem gehen um kompakte Mengen, um verschiedene Charakterisierungen von kompakten Mengen in metrischen Räumen und das Ganze mit dem Ziel, das sogenannte Theorem oder den Satz von Arcela-Ascoli zu beweisen. Was genau das ist, da werden wir im Rahmen dieser Videos bestimmt drauf kommen. Zumindest sieht das mein Skript vor. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal an, wie wir zu diesem Satz hinkommen. Ja, was machen wir zunächst mal? Zunächst mal werden wir uns jetzt im ersten Teil quasi so ein bisschen damit beschäftigen, was haben wir überhaupt für Kompaktheitsbegriffe? Weil wir kennen ja irgendwie aus der Topologie das R hoch N so einen prominenten Kompaktheitsbegriff. Das ist der, der sofort aus dem Satz von Heine-Borel resultiert, nämlich dass eine kompakte Menge abgeschlossen und beschränkt ist und insbesondere auch die Umkehrung gilt, solange wir uns im R hoch N aufhalten. Und das kann man vereinfachen, und zwar indem, also was heißt vereinfachen? Vereinfachen, wenn man hinterher drauf guckt. Man kann das ein bisschen verallgemeinern im Wesentlichen, indem man halt zwei verschiedene Kompaktheitsarten einführt und wir würden sehen, dass die in einem metrischen Raum auch äquivalent sind, würden wir das beweisen, das werden wir hier nicht tun. Ich sage auch gleich, warum nicht. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir zwischen diesen verschiedenen Kompaktheitsbegriffen versuchen, Charakterisierungen herzuleiten und uns überhaupt mal anzugucken, was für Folgerungen können wir daraus ziehen. Und da werden wir erstmal ein gutes Stück beschäftigt sein und dann werden wir auf den Satz von Arcela-Ascoli hin führen und schauen mal, dass das einigermaßen motiviert ist, was wir da tun wollen. Weil das ist in der Tat jetzt ein Kapitel, das nicht unbedingt so attraktiv ist. Aber es ist nichtsdestotrotz ein relativ wichtiges Kapitel, weil es sehr viele Grundlagen legt, die dann im weiteren Verlauf nochmal wichtig werden. Also so Begriffe wie kompakt und präkompakt, die werden wir halt immer mal wieder brauchen, wenn wir uns ernsthaft damit beschäftigen wollen. Was wir jetzt auf jeden Fall erstmal machen, ist, wir definieren uns zunächst mal zwei alternative Varianten von Kompaktheit. Und zwar ist das einmal die Folgenkompaktheit und einmal die sogenannte Überdeckungskompaktheit. Und dann gucken wir mal, was wir damit erstmal machen können. Beziehungsweise dann schauen wir erstmal, warum es sinnvoll ist, die getrennt zu betrachten. Beziehungsweise wann es eben nicht sinnvoll ist, das zu tun. Also Definition, ja, das ist jetzt 4.1. Liegt wieder alles auf der Tastatur heute. Das ist irgendwie äußerst unschön. Machen wir es mal so. Und dieses Quietschen, was übrigens ab und zu mal im Video zu hören ist, das ist einfach das Kabel, was gegen meinen Reißverschluss dengelt. Das ist irgendwie auch blöd, ich versuche auch das mal abzustellen. Ich mache einfach mal eben kurz den Reißverschluss so teilweise zu. Und dann sollte das eigentlich schon mal ausgeschaltet sein. Gleichzeitig versuche ich heute weniger zu niesen und zu schniefen und Gedöns, weil das habe ich gemerkt, merkt man im Video doch überproportional häufig. Das muss nicht unbedingt sein. Gut, also was wollen wir machen? Wir wollen uns einen metrischen Raum K nehmen und wir wollen in dem metrischen Raum K erstmal definieren, was soll folgenkompakt heißen. Und dann schauen wir uns den Rest an, was überdeckungskompakt heißen soll. Also sei K ein metrischer Raum. Metrischer Raum, das haben wir uns definiert in Kapitel 1, nochmal kurz zur Erinnerung, ist einfach eine nicht leere Menge zusammen mit einer sogenannten Metrik, einer wesentlichen Distanzfunktion, die so ähnliche Eigenschaften hat wie die Norm in normierten Räumen. Nämlich die soll positiv definiert sein, die soll symmetrisch sein und die Dreiecksungleichung erfüllen. Nur sie ist halt ein bisschen allgemeiner gehalten als die Norm in dem Sinne, dass jeder normierte Raum ein metrischer Raum ist, aber nicht unbedingt jeder metrische Raum ein normierter Raum. Das nur schon mal so im Hinterkopf behalten. So, und dieser Raum K, der heißt jetzt folgenkompakt. Folgenkompakt.
kompakt. Ja, und das ist jetzt ein relativ einleuchtendes Kriterium. Das heißt folgenkompakt, wenn jede Folge eine konvergente Teilfolge enthält. Also wenn jede Folge in K, das ist wichtig, die Folge soll komplett in K liegen und soll eine konvergente Teilfolge enthalten. Die Begriffe oder der Begriff Teilfolge, der ist halt definiert wie in jeder Analysis 1. Und zwar einfach so, man nimmt sich eine Bijektion von den natürlichen Zahlen auf sich selbst und definiert dann quasi die Teilfolge als genau die Elemente, die dieser Bijektion unterliegen. Das wäre also Folgenkompaktheit und demgegenüber stellen wir jetzt in Definition 4.2 sofort mal die Überdeckungskompaktheit. Und dann haben wir im Wesentlichen die beiden Begrifflichkeiten, mit denen wir... Oh, Entschuldigung, das war der Taschenrechner. Dann haben wir im Wesentlichen die beiden Begrifflichkeiten, mit denen wir jetzt erstmal im Folgenden jonglieren wollen, schon mal so weit da. Und zwar, wir nehmen uns wieder so einen metrischen Raum K. Ich kürze das ab jetzt mal wieder ein bisschen ab, also K metrischer Raum. Und dieser Raum K heißt überdeckungskompakt. Und das ist jetzt tatsächlich ein bisschen topologischer als dieses Folgenkompakt. Weil wir jetzt nämlich erstmal quasi uns eine Überdeckung ausdenken müssen. Und zwar, wenn für jede offene Überdeckung, also für jede Überdeckung des Raumes aus offenen Mengen, das heißt offene Überdeckung, von K eine endliche Teilüberdeckung. Überdeckung existiert. Also wenn man das jetzt genauer aufschreibt oder einfach formal aufschreibt, dann heißt das einfach, wenn wir uns ein System offener Mengen nehmen. Das nennen wir U. Offener Mengen. In K, das heißt, die sollen alle in K liegen und K soll als kompakter Raum eine Teilmenge sein der Vereinigung aller Mengen U aus diesem Mengensystem U. Dann kann ich diese Überdeckung, also dieses K-Teilmenge, auch schon für endlich viele retten. Das heißt, es gilt, K ist eine Teilmenge von U1 vereinigt bis UR, wobei das R eben kleiner unendlich sein soll. Und die UJs eben alle in dieser Überdeckung U drin liegen, eben für alle J gleich 1 bis R. Das wäre im Wesentlichen überdeckungskompakt. So, und jetzt kommt im Wesentlichen schon eine Bemerkung, die sagt, wann es nicht sinnvoll ist, diese Begriffe zu unterscheiden. Und das wird im Wesentlichen darauf hinauslaufen, dass das nicht so wichtig ist, wenn wir uns in metrischen Räumen aufhalten. Und zwar sagt diese Bemerkung aus, in einem metrischen Raum sind diese beiden Begriffe äquivalent, also sind folgenkompakt und überdeckungskompakt. Das wollen wir jetzt allerdings nicht beweisen, denn das ist tatsächlich ein Beweis, der spielt in der Topologie eher eine Rolle als jetzt hier in der Funktionalanalyse. Man lernt auch nicht besonders viel Neues, wenn man den Beweis macht. Ich möchte allerdings trotzdem sagen, wo man ihn finden kann. Und zwar kann man die finden oder kann man den finden in dieser, in der Textvorlage, die ich auch auf der Webseite angegeben habe. Und zwar ist das das Buch von Caballo, und zwar Grundkurs Funktionalanalysis. Im Skript hat das eben die Abkürzung Caballo 2011. Und da findet man diesen Beweis im Anhang, nämlich als Satz A211. Das heißt, da könnte man den Beweis dieser Bemerkung nachschlagen. Ich möchte mich jetzt einfach nur nicht drauf versteifen, sage ich mal, einfach weil der Satz ein bisschen technisch zu beweisen ist, aber keine großartige Idee rüberkommt. Zumindest meiner Meinung nach nicht. So, das sind im Wesentlichen die Kompaktheitsbegriffe, mit denen wir jonglieren wollen. Jetzt wollen wir noch zwei Abschwächungen betrachten, und zwar die Definition einer relativ kompakten Menge und einer präkompakten Menge. Und diese Präkompaktheit und dieser Begriff Kompaktheit, den wir jetzt ja in metrischen Räumen quasi nehmen können, weil wir müssen jetzt in metrischen Räumen nicht mehr in Folgenkompakt und Überdeckungskompakt unterscheiden, sondern wir können einfach von einem kompakten metrischen Raum sprechen und meinen damit halt entweder Folgen- oder Überdeckungskompakt, wissen aber jetzt nach 4.3, im Wesentlichen ist das Äquivalent, was wir da haben. Und jetzt wollen wir eben gucken, wie hängen dann die Begriffe präkompakt, relativ kompakt und kompakt zusammen. Und das wird halt hinterher wesentlicher Teil
des Satzes von Asela Ascoli werden. Dafür müssen wir uns die Begriffe jetzt aber auch erst nochmal definieren. Also Definition 4.4. Das ist jetzt die relative Kompaktheit. Dafür nehmen wir uns einen metrischen Raum M. Der heißt jetzt hier M wegen metrischer Raum. Vorher hieß er K, weil wir da was über kompakte metrische Räume haben wollten. Das ist also einfach nur so ein bisschen Augenwischerei. Also wir nehmen uns einen metrischen Raum eng, M, und A als Teilmenge, M. Und dann definieren wir, A heißt relativ kompakt. Und zwar relativ kompakt eigentlich in M, aber da werde ich gleich noch was kurz zu sagen, heißt relativ kompakt. Wenn A quer kompakt in M ist. Das heißt, der Abschluss von A soll kompakt sein. Jetzt muss man sich natürlich einmal kurz überlegen, was der Abschluss von A sein soll. Man kann das aber natürlich relativ einfach machen. Man nimmt sich einfach die Metrik auf M und schränkt die auf den Abschluss von A ein. Und dann hat man eben wieder einen metrischen Raum auf A quer, der aber quasi die gleiche Topologie erbt von der umgebenden Menge M. Und dann kann man auch auf diesem A quer von Kompaktheit sprechen. Und A quer ist halt deshalb wichtig, weil wir eben diese Folgenkompaktheit retten wollen. Das heißt, wir wollen sagen, falls wir eine Folge haben, wollen wir eine Teilfolge haben, die gegen ein A aus A quer konvergiert. Und dadurch, dass das Ding abgeschlossen ist, stellen wir sicher, dass dieser Grenzwert auch wirklich in A drin liegt. Das können wir ja bei offenen Mengen nicht sicherstellen. Genau. Ja, das wäre es dazu. Das ist also relative Kompaktheit. Was natürlich aber auch klar sein sollte, was aber durchaus mal explizit zu erwähnen ist, ist einfach, dass diese relative Kompaktheit jetzt sehr stark davon abhängt, was wir für einen Oberraum M wählen. Und das heißt relativ kompakt, deswegen auch relativ. Dieser Begriff hängt tatsächlich von dem M ab. Im Gegensatz zu Vollständigkeit. Vollständigkeit hängt halt nur von sich selber ab. Und Kompaktheit an sich. Das sind halt unterschiedliche Begriffspaare. Und da sollte man auch in der Praxis nicht durcheinander werfen. Das heißt, hier hängt es stark davon ab, wie der Oberraum M strukturiert ist. Das ist es im Wesentlichen auch schon zu der relativen Kompaktheit. Wir machen direkt weiter mit der Präkompaktheit. Und für die Präkompaktheit brauchen wir jetzt erstmal den Begriff des sogenannten Epsilon-Netzes. Also wir nehmen uns wieder M als metrischen Raum vor. Und dann definieren wir uns zunächst mal ein Epsilon-Netz. Das sieht folgendermaßen aus. Für Epsilon größer 0 heißt eine Teilmenge n von m ein Epsilon-Netz von m. Das ist also der neue Begriff. Falls folgendes gilt, falls ich mit diesem Epsilon-Netz n das m überdecke, also falls m eine Teilmenge ist der Vereinigung aller Mengen Uepsilon um dieses A, also aller Epsilon-Umgebungen um A, und zwar für A aus N. Das muss erstmal prinzipiell nichts Endliches sein. Das ist erstmal vielleicht so das Wichtigste zu bemerken. Aber wenn wir ein endliches Epsilon-Netz finden, dann haben wir eine Besonderheit und dann können wir darüber diese Präkompaktheit motivieren. Ich versuche das heute mit den Nummern mal wieder durchzuziehen. Das wäre Nummer 4.1. Genau, falls das gilt, heißt das Ding ein Epsilon-Netz. Und jetzt die Präkompaktheit B. Dieser metrische Raum heißt jetzt genau dann präkompakt, ja, falls was gilt, wenn für jedes Epsilon größer 0 ja, so ein endliches Epsilon-Netz von M existiert. Ja, genau. Das ist sicherlich zunächst mal ein Begriff, der nicht so direkt anschaulich ist. Deswegen werden wir uns dafür mal eben ganz kurz ein kleines Bildchen angucken, das ich mal irgendwann schon vorbereitet hatte für ein Seminar zum ähnlichen Thema. Und zwar
sieht das folgendermaßen aus. Ich mache das einmal groß. Ich mache das sogar einmal Vollbild, wenn ich das jetzt finde. Das kann man sich quasi unter einem Epsilon-Netz vorstellen. Und zwar, was haben wir hier? Wir haben hier im Wesentlichen genau die Voraussetzungen erfüllt, die wir in der Definition Teil A gefordert haben. Und zwar nehmen wir uns quasi eine Menge M vor. Die hat jetzt hier halt eine trapezartige Struktur, aber die kann natürlich prinzipiell irgendwie aussehen. Es ist halt nur irgendwie so, dass man so einen abstrakten metrischen Raum schlecht zeichnen kann. Deswegen nimmt man halt immer eine Teilmenge des R2, aber man muss sich halt einfach nur dabei vorstellen, es ist halt im Wesentlichen ein abstraktes Gebiet oder ein abstraktes Konstrukt. So, und jetzt haben wir hier im Wesentlichen ganz viele Epsilon-Umgebungen. Das N ist gerade übrigens durch die Lappen gegangen. Das müssen wir gleich nochmal kurz klarstellen. Wir haben hier ganz viele Epsilon-Umgebungen. Und zwar sind das alle diese Kügelchen, die wir hier haben. Die haben alle den gleichen Radius, diese Kugeln. Und diese Punkte hier, das sind gerade die Radien und die Mittelpunkte. Und diese Mittelpunkte sollen alle Element sein der Menge n. So, jetzt ist aber natürlich n nicht die natürliche Zahlenmenge, so wie ich das gerade fälschlicherweise aufgeschrieben habe, sondern diese Teilmenge von m selbst. Das heißt, wenn man hier quasi jetzt eine Menge n fixiert, die halt alle diese Punkte beinhaltet, die muss nicht zwangsläufig der gesamte metrische Raum sein, das sieht man auch sofort ein, dann ist diese Teilüberdeckung hier quasi ein Epsilon-Netz für ein vorgegebenes Epsilon. Daraus kann man jetzt natürlich noch nicht sehen, ob dieser Raum wirklich quasi, ja, ich sag mal, präkompakt ist, weil wir hier natürlich nur ein Epsilon-Netz betrachtet haben für ein Epsilon. Man müsste aber natürlich alle Epsilon-Netze für alle Epsilon betrachten. Und das macht die Präkompaktheit halt erstmal ein bisschen kribbelig. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn man quasi einen metrischen Raum gegeben bekommt und eine beliebig raffinierte Überdeckung aus kleinen Epsilon-Kügelchen, dann ist dieser Raum genau dann präkompakt, wenn ich immer endlich viele dieser Epsilon-Kugeln auswählen kann und damit komplett M überdecke, egal wie raffiniert quasi diese Epsilon-Umgebungen gewählt sind. Das ist vielleicht so eine ganz nette Anschauung. Und mit diesem Begriff, da werden wir jetzt gleich erstmal noch ein bisschen rumhantieren, um so ein kleines Gefühl dazu bekommen. Allerdings wird das natürlich jetzt sich auch durchziehen bis zum Ende dieses Teils. Ganz einfach, weil es ein sehr wichtiger Begriff ist, wenn wir auf den Satz von Arcela-Ascoli raus wollen. So, also hier dieses n, das ist definitiv Grütze. Denn das muss nämlich genau diese Teilmenge n sein und nicht die natürlichen Zahlen. Ja, das wäre die Präkompaktheit. Und jetzt beginnen wir mal ein wenig mit diesen Begriffen rumzuspielen und zeigen erstmal so ein paar grundlegende Sachen. Das heißt, ab jetzt beginnt auch der Teil, wo wir quasi so ein paar Beweisprinzipien kennenlernen, weil wir werden auch gleich merken, diese Beweise laufen halt häufig recht ähnlich ab, ohne dass sie jetzt genau gleich sind. Und wir fangen einfach mal an mit einem kleinen Lemma, und zwar dem Lemma 4.6. Ja, und das sagt Folgendes aus. Wir nehmen uns einen metrischen Raum K. Und in diesem metrischen Raum K nehmen wir uns eine Cauchy-Folge xn. Cauchy-Folge in K. Was eine Cauchy-Folge ist, hatten wir ja auch schon mal in Abschnitt 1 definiert. Das sagt im Wesentlichen aus, dass der Abstand bezüglich dieser Metrik ab einem bestimmten Index beliebig klein wird. Das steckt hinter Cauchy-Folge. Und jetzt sagen wir einfach mal Folgendes aus: Wenn xn eine konvergente Teilfolge hat, also eine konvergente Teilfolge, ja, diese konvergente Teilfolge, den geben wir jetzt quasi einen Namen, die nennen wir jetzt xnj, und nj ist quasi diese Teilfolge, also die Bijektion, die dahinter steckt, und die konvergiert gegen x, und das x liege in m, hat, dann gilt sofort, dass die Folge x selber gegen x konvergiert. Und jetzt bin ich einmal ganz kurz ein bisschen stutzig, weil ich habe so das Gefühl, da fehlt, dass das K kompakt ist. Da müssen wir einmal kurz in den Text gucken und hoffen, dass ich mir aufgeschrieben habe, wo ich das her habe. Habe ich, gut. Nee, das gilt tatsächlich ohne Kompaktheit. Interessant. Aber mal wieder die Intuition falsch. Wurscht. Gut, dann gilt es also in dieser allgemeinen Form.
Dann natürlich sowieso für kompakte Räume, aber dann braucht man die Kompaktheit hier noch nicht. Das ist also im Wesentlichen eine Charakterisierung, die aussagt, wenn ich Cauchy-Folgen habe, die wenigstens mal auf einer Teilfolge konvergieren, dann konvergiert auch die Cauchy-Folge. Und ja, sowas Ähnliches werden wir auch häufiger noch brauchen. Und der Beweis, das ist jetzt quasi so ein ganz standardmäßiger Analysisbeweis, man wirft mit ein paar Epsilons um sich und irgendwann steht die Aussage da. So, und damit wir mit Epsilons um uns werfen können, sei erstmal Epsilon größer 0. So, jetzt wählen wir irgendein N0 aus den natürlichen Zahlen aus, das folgende Eigenschaft erfüllt. Was soll das tun? Es soll den Abstand von xn zu xm kleiner als Epsilon halten für jedes mn größer gleich n0. Das geht natürlich, weil das ist gerade die Cauchy-Eigenschaft. Das heißt, da die Folge x eine Cauchy-Folge ist, können wir so ein n0 aus n finden, sodass genau diese Bedingung erfüllt ist. Jetzt wählen wir zu diesem n0 noch ein j0. Und das j0 soll auch aus n kommen. Und das soll jetzt Folgendes erfüllen, nämlich d von xnj zu x, das soll kleiner als Epsilon werden, für j größer gleich j0. Das geht natürlich auch, weil das ist ja gerade die Teilfolge, die konvergiert gegen x, also gibt es nach Definition der Konvergenz immer so ein j0, sodass diese Distanz hier kleiner ist als Epsilon für alle größeren j. Ja, und jetzt setzt man Folgendes, setze nun ja, m gleich nj. Und das j größer oder gleich das Maximum aus j0 und n0. Weil ab dem Maximum dieser beiden gilt ja beides. Das ist quasi der Gag an der Geschichte. Ja, und dann können wir die Dreiecksungleichung für die Norm nehmen. Das heißt, damit folgt jetzt d von xn, x. Das ist kleiner gleich d von xn, xnj. Plus d von xnj, x. Das heißt, wir ziehen hier quasi so ein xnj rein und das ziehen wir mit der Dreiecksungleichung auseinander. Das geht dann sofort. Ja, und das hier ist jetzt, weil das j größer ist als das Maximum, kleiner als Epsilon. Und das hier ist kleiner als Epsilon, weil das j größer als das j0 ist. Das heißt, das ist kleiner als 2 Epsilon für n größer gleich nj. Und daraus folgt dann sofort die Behauptung, die wir haben wollten, weil das ist nämlich dann gerade die Eigenschaft, dass diese Teilfolge, dass die Folge selber konvergiert, weil hier steht ja vorne drin dieses xn, das ist ja die Folge selber, hier steht der Grenzwert, gegen das Ding konvergieren soll und das ist kleiner als 2 Epsilon und das heißt, die Folge xn konvergiert gegen x und das war genau das, was wir zeigen wollten. Das ist also erstmal noch so ein Beweis oder eine Aussage generell, die hat jetzt noch nichts mit Kompaktheit zu tun. Die ist aber dennoch recht nützlich, wie wir noch sehen werden, oder wie sich in der Praxis halt irgendwie bewährt, weil man kann halt dadurch zeigen, haben wir eine konvergente Teilfolge in einer Cauchy-Folge gefunden, dann haben wir sofort die Konvergenz der Cauchy-Folge. Unabhängig davon, ob wir einen vollständigen Raum betrachten oder nicht. Ne, weil das ist ja auch so eine wichtige Geschichte. Jetzt kommt ein Lemma. Das lassen wir auch wieder beweistechnisch weg. Das liegt daran, dass es auch nicht zur Funktionalanalysis als solche gehört, sondern eine Anna-2-Aussage ist. Und die würde ich mir an dieser Stelle einfach gerne zeitmäßig sparen, weil dieses Video wird eh schon wieder ein Umfangsmonster. Beziehungsweise diese Videos, ich werde das nämlich wieder so ähnlich cutten. Und Lemma 4.7 sagt jetzt im Wesentlichen Folgendes. Wir nehmen uns zwei metrische Räume, K und M, und fordern, dass das K ein kompakter Raum sein soll. Und dann nehmen wir uns eine Abbildung F zwischen diesen Räumen, also von K nach M, und die soll stetig sein. Ja, und dann folgt, dass das f sofort gleichmäßig stetig ist. Das ist eine Aussage, die folgt tatsächlich wirklich in der Anna 2 oder die wird in der Anna 2 bewiesen. Die Bildmenge von von k unter f in m ist wieder kompakt. Das heißt, Kompaktheit setzt sich unter stetigen Abbildungen fort. Das ist auch bekannt aus der Anna 2. Und wenn f zusätzlich injektiv ist, dann folgt, dass die Umkehrabbildung auf der Bildmenge, also f von k nach k, auch wieder stetig sein muss. Das sind, wie gesagt, Aussagen, die folgen
oder die werden bewiesen in der Anna 2. Da werden wir uns jetzt hier also nicht mehr mit rumschlagen. Den Beweis findet man allerdings auch wieder in Caballo, auch wieder im Anhang. Das der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt. Das sind die Sätze A26 und A27. Da kann man das nachlesen. Die sind aber auch im Wesentlichen nicht schwierig. So, jetzt machen wir eine kleine Bemerkung zu kompakten Räumen, die ganz sinnvoll bzw. auch ganz nützlich ist. Und zwar nützlich in dem Sinne, wir werden das jetzt nicht alles, was wir jetzt hier quasi am Anfang stellen, noch innerhalb dieses Videos oder dieses Videoteils benutzen. Aber wenn man sich halt so ein paar Beweise anguckt, ist es immer ganz gut, sozusagen die Vernetzung dieser einzelnen Teile zu betrachten und einfach hinterher mal zu gucken, falls man mal so eine ähnliche Aussage hat, worauf man die eventuell zurückführen könnte. Und deshalb sind solche, in Anführungsstrichen, kleinen Aussagen auch immer ganz sinnvoll aufzufassen. Und diese Bemerkung 4.8 macht jetzt tatsächlich eine relativ interessante Bemerkung. Und zwar sagt die, ein kompakter metrischer Raum, der vollständig ist, ein kompakter metrischer Raum ist vollständig. So, und zwar nach folgendem Beweis, beziehungsweise nach folgender Argumentation. Wir gucken uns dieses Lemma hier an. Wir nehmen uns in einem metrischen Raum, der jetzt in unserem Gedanken in 4.8 quasi schon kompakt ist, eine Cauchy-Folge vor. Und dann hat diese Cauchy-Folge ja eine konvergente Teilfolge. Und da der Raum kompakt vorausgesetzt ist, ist das genau die Folgenkompaktheit sozusagen. Und dann hat man hieraus sofort die Vollständigkeit, weil der Grenzwert liegt dann ja wieder in dem metrischen Raum selber. Das heißt, wir haben hier einen kompakten Raum. Das ist äquivalent zur Folgenkompaktheit. Das heißt, jede Folge, insbesondere jede Cauchy-Folge, hat eine konvergente Teilfolge und der Grenzwert liegt nach Lemma 4.6 direkt in dem metrischen Raum selber. Also ist ein kompakter metrischer Raum sofort vollständig. Und was wir auch noch hier mitbekommen, beziehungsweise was wir hier nochmal aufführen wollen, ist so diese eine Seite oder dieser Satz von Heine Borell, aber nicht für den endlichdimensionalen Fall R hoch n, sondern ein bisschen allgemeiner gehalten. Wenn wir k Teilmenge x nehmen, also k als diesen kompakten metrischen Raum, und dass x ein normierter Raum ist. Also jetzt nehmen wir uns quasi einen Oberraum, ausgestattet mit einer Norm. Dann folgt daraus, dass das k beschränkt und abgeschlossen ist. Das ist quasi diese Richtung des Satzes von Heine Borell, die aber in jedem metrischen Raum gilt. Das heißt, sobald wir einen kompakten Raum haben, ist der beschränkt und abgeschlossen. Aber die Umkehrung gilt halt im Allgemeinen nicht, sondern die Umkehrung gilt nur im R hoch n oder im C hoch n. Ja, und insbesondere haben kompakte Mengen ein Minimum und Maximum, wenn die kompakten Mengen in R liegen. Oder kompakte Mengen in R haben Minimum und Maximum. Das folgt dann auch sofort aus dem Heine Borell. Das ist aber auch insofern klar, als dass die kompakten Mengen gerade die abgeschlossenen Intervalle sind. Das also nur so kurz am Rande. So, da musste ich kurz einmal husten. Mit dem, was wir jetzt haben, können wir einen ersten sehr interessanten Satz beweisen. Und der sagt nämlich aus, wann ein metrischer Raum genau kompakt ist. Und das ist jetzt tatsächlich so eine Folgerung, die werden wir auch im Folgenden öfter noch benutzen, weil das ist eine sehr wichtige Charakterisierung und auch durchaus eine sehr interessante Charakterisierung. Also wir nehmen uns M, einen metrischen Raum, und dann ist die Aussage dieses Satzes, der Raum ist kompakt, also entweder folgenkompakt oder überdeckungskompakt. Das ist ja äquivalent in metrischen Räumen. Genau dann, wenn das M präkompakt ist, also für jedes Epsilon ein endliches Epsilon-Netz existiert und zudem vollständig ist. Und das ist jetzt tatsächlich eine erste schöne Charakterisierung, weil das kann man nachweisen, sobald man vernünftige Kriterien hat für Präkompaktheit. Das ist in der Regel ein bisschen fummelig, aber der Beweis ist durchaus sehr schön. Denn den werden wir uns jetzt ganz genau angucken. Beweis. Der wird jetzt auch tatsächlich ein Momentchen länger dauern, aber da passiert auch nichts Böses. Also da wird keinem auf die Finger gehauen, hoffe ich.
Das erste Mal, das erste, was wir quasi erstmal machen, ist, wir wenden einmal Lemma 4.4 an. Und dann nehmen wir uns quasi diese Aussage hier und fummeln die erstmal äquivalent um. Also Lemma 4.4 sagt aus, ja, was war Lemma 4.4? Das war gerade dieses kleine Lemma, das sagt, eine Teilmenge ist, das ist gar nicht Lemma 4.4. Ich habe ja, ja, haha. Ich habe ja hinterher nochmal wieder alle Nummerierungen getauscht. Das sollte Lemma 4.6 sein. Weil Lemma 4.6 sagt ja aus, wenn wir eine Cauchy-Folge in einem metrischen Raum haben und das Ding eine konvergente Teilfolge hat, dann konvergiert auch die Folge selbst. Und dementsprechend nach Lemma 4.6, so, das wird häufiger noch vorkommen, weil ich nämlich die Beweisnummer nicht mehr durchsortiert habe, ist die Aussage dieses Satzes äquivalent zu folgender Aussage. Und zwar müssen wir uns dann nur darum kümmern, dass M präkompakt ist. Genau dann, wenn für jede Folge xn in M eine Teilfolge yn in xn existiert, sodass yn eine Cauchy-Folge ist. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz offensichtlich, warum das genau äquivalent ist. Aber wenn diese Folge existiert und wir finden eine Teilfolge, die Cauchy ist, und der Raum sei zusätzlich, muss ich kurz überlegen, wie rum wir das genau machen müssen, und der Raum sei zusätzlich kompakt, dann haben wir daraus sofort die Präkompaktheit, aber dann nehmen wir einfach quasi diese Cauchy-Folge als Menge oder diese abgeschnittene Cauchy-Folge als Menge der Punkte für das Epsilon-Netz und ist umgekehrt quasi das M vollständig, dann wissen wir ja schon, jede Cauchy-Folge konvergiert. Und dann haben wir nach diesem Lemma, wenn wir hier diese konvergente Cauchy-Folge Yn finden, dass das Xn konvergiert und dann ist der Raum vollständig und insbesondere kompakt. Das ist die, quasi die Idee, weil die Kompaktheit folgt dann aus der Folgenkompaktheit und dann haben wir diese Äquivalenz, die da steht. Und wir beweisen jetzt diese beiden Richtungen, die dahinter stecken, getrennt und gucken uns mal an, was passiert. Also wir fangen an mit der Rückrichtung. Die ist nämlich ein bisschen durchsichtiger. Dafür nehmen wir uns ein Epsilon größer 0 vor. Und wir nehmen an, wir machen jetzt einen Beweis durch Widerspruch, wir nehmen an, es gibt zu diesem Epsilon, was wir uns vorgeben, kein endliches Epsilon-Netz. Von M. Das ist quasi unsere Annahme. So, und was können wir voraussetzen? Wir können rausnehmen, dass jede Folge eine konvergente Cauchy-Folge hat, beziehungsweise eine Cauchy-Teilfolge. So. Joa. Beziehungsweise diese Vollständigkeit interessiert uns ja nur bedingt, weil wir haben ja gerade quasi gesagt, ein kompakter metrischer Raum, der ist ja automatisch vollständig. Das ist vielleicht die einfachere Erklärung als diese Epsilon-Netz-Geschichte, die ich gerade gebracht habe. Weil wir haben hier bemerkt, kompakte metrische Räume sind vollständig. Das heißt, wir wollen nur noch zeigen, dass Präkompaktheit äquivalent ist zur Folgenkompaktheit. Das ist quasi das, was wir hier umschreiben. Und das müssen wir jetzt noch zeigen. Das ist vielleicht der etwas einfachere Ansatz, diese Äquivalenz zu verstehen. Gut, also wir nehmen an, es gibt kein endliches Epsilon-Netz und wir dürfen voraussetzen, dass diese Aussage hier gilt. Ja, jetzt wählen wir quasi rekursiv eine Folge. Das müssen wir jetzt quasi einmal uns überlegen. Wähle rekursiv xn, sodass Folgendes gilt: xn plus 1 in m, aber ohne die Epsilon-Umgebung von x1 bis zur Epsilon-Umgebung von xn. Das geht, weil wir ja annehmen, es gibt kein endliches Epsilon-Netz. Das heißt, dieses Epsilon-Netz, was durch diese Folge entsteht, überdeckt nicht. Das heißt, wir können immer hier noch eins reinlegen und für das gewählte Epsilon eine Umgebung finden, die gerade passt. Was ergibt sich daraus sofort? Naja, diese Dinger liegen quasi paarweise disjunkt. Das heißt, der Abstand zwischen den verschiedenen Folgengliedern ist mindestens mal Epsilon. Das heißt, d von xn, xm ist immer größer gleich Epsilon. Und zwar für n ungleich m. Für n gleich m natürlich ist es 0. Aber n gleich m ist auch nicht der spannende Fall.
Und das hier knallt jetzt natürlich extrem hart gegen die Cauchy-Bedingung, weil die würde ja sagen, ab einem gewissen Index wird das beliebig klein. Das kann aber nicht kleiner als Epsilon werden. Und das heißt, es kann keine Cauchy-Teilfolge geben. Ja, und das ist aber ein Widerspruch dazu, dass wir ja annehmen, dass es eine Cauchy-Teilfolge gibt. Das ist ja die Voraussetzung, die wir quasi haben. Und das heißt, die Annahme, dass es zu diesem Epsilon kein endliches Epsilon-Netz gibt, ist falsch. Und daraus folgt sofort, M ist präkompakt. Weil damit muss nämlich die Annahme falsch sein und damit muss das Gegenteil gelten. Diese rekursiv definierte Folge, das ist tatsächlich am Anfang wahrscheinlich wirklich ein bisschen abstrakt. Da malen wir uns nochmal kurz ein Bildchen zu. Wenn jetzt das unser M sei, dann wählen wir quasi hier unsere X. Das hier wäre jetzt quasi die Epsilon-Umgebung von X1. Das hier wäre die Epsilon-Umgebung von X2. Jetzt können wir diese Epsilon-Umgebung aber auch natürlich gerade so groß machen, dass sie sich hier quasi berühren, aber nicht überlappen. Das ist jetzt hier ein bisschen schlecht gezeichnet. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir legen hier diese Epsilon-Kügelchen rein. Ja, und dann bekommen wir quasi folgendes Resultat, dass der Abstand, das mache ich jetzt mal in einer anderen Farbe, dass der Abstand zwischen diesen Dingern hier, also das hier, dass das immer mindestens mal Epsilon ist, weil Epsilon ist quasi hier der Abstand zwischen den Kügelchen. Das heißt, wenn man so möchte, legt man hier quasi eigentlich sogar 2 Epsilon drum, weil hier der Radius gemeint ist. Aber das ist auf jeden Fall größer gleich Epsilon. Und das macht man rekursiv so weiter. Und da es eben kein endliches Epsilon-Netz gibt, können die nicht insgesamt überdecken. Discord. Tolles Programm. Warum habe ich das nicht vorher ausgemacht? Naja gut, piept jetzt halt ein paar Mal. Sollte aber auch nicht zur Gewohnheit werden, dass das ein paar Mal piept. Wer piept mich überhaupt an? Setze mich jetzt einfach auf beschäftigt kurz. So. Dann hören wir zumindest kein Piepen mehr. Also, das ist quasi die geometrische Anschauung. Und jetzt muss man sich halt vorstellen, dass man das halt für jedes Folgenglied machen kann. Das heißt, dieses Epsilon ist schon recht klein, aber es überdeckt halt nicht, weil es eben kein Epsilon-Netz gibt. Das ist halt im Wesentlichen der Schritt für die erste Richtung oder für die Rückrichtung hier eigentlich. Und jetzt müssen wir uns noch kümmern, was passiert denn mit der Hinrichtung. Also mit dieser Richtung hier. So, das müssen wir uns jetzt genau überlegen. Was müssen wir jetzt im Wesentlichen zeigen? Wir können voraussetzen, wir haben die Präkompaktheit. Das heißt, für jedes Epsilon gibt es zu dieser Menge M ein endliches Epsilon-Netz, das überdeckt. Was wollen wir daraus folgern? Dass für jede Folge eine Cauchy-Teilfolge existiert. Das heißt, wir nehmen uns mal irgendeine Folge. Also Xn-Folge in M. Und jetzt müssen wir irgendwie diese Cauchy-Teilfolge basteln. Und das passiert nach folgendem Schema. Wir nehmen uns jetzt mal speziell Epsilon gleich 1. Weil wir ja Präkompaktheit haben, gibt es ja für jedes Epsilon so ein Netz. Also auch insbesondere für den einfachen Fall Epsilon gleich 1. Dann existieren aber auch Punkte A1 bis AR aus M, sodass ich M überdecken kann durch die U1, also durch die U-Epsilon-Umgebung für dieses Epsilon, dieser Punkte A1 bis AR. Das muss auch nicht das Jungt sein. Warum ist jetzt ein Punkt rein? Punkt, 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 U1, AR. So, das ist quasi so die erste Überlegung. Was daraus sofort folgt, ist, es existiert mindestens ein L aus dieser Liste. Also mindestens ein L aus 1 bis R. Mit der Eigenschaft, dass xn in U1 von AL liegt für alle, für unendlich viele n aus n. Wir haben ja keinen Index festgelegt, das heißt, für unendlich viele Indizes liegen halt die Folgenglieder in dieser einen Umgebung. Für unendlich viele an oder unendlich viele n aus n, machen wir es so. Das heißt, wir finden quasi einen Index, ab dem alle Folgenglieder innerhalb dieser Umgebung liegen.
weil eben dieses Epsilon eine endliche Epsilon-Überdeckung ist und alle Werte von xn, also alle Folgenglieder in M liegen. Das heißt, irgendwo müssen die sich ja mal knubbeln. So, und daraus ziehen wir jetzt Folgendes: Es existiert eine Teilfolge. Und zwar eine Teilfolge xn1 von xn. Ja, für die gilt, das ist jetzt relativ leicht einzusehen, der Abstand von xn 1, also von diesem von dieser Teilfolge zu xm1, also von zwei Elementen xn, xm in dieser Teilfolge xn1, die ist kleiner gleich 2. Das ist so ein bisschen das ähnliche Argument zu diesem Prinzip, nur dass wir eben Epsilon gleich 1 gesetzt haben. Das kann man so tun. So. Das ist die Teilfolge xn1. Jetzt kann man aber genauso auch eine Teilfolge xn2 in diesem xn1 finden und dann rekursiv quasi fortsetzen eine Teilfolge xnk plus 1 in xnk mit dieser Eigenschaft, nur dass man die Eigenschaft präzisieren muss. Und das tun wir jetzt im Folgenden noch. Also genauso. Es existiert eine Teilfolge xn2 von xn1. Ja, für die dann eben entsprechend gilt d von xn1, xn2 zu xm2, ja, das soll kleiner gleich 1, also quasi die Hälfte hiervon sein, weil jetzt ja die Kugeln quasi schon um die Hälfte kleiner sind. Weil wir ja quasi einen Step weiter in diese Teilfolge reingegangen sind. Und das macht man jetzt rekursiv so weiter. Also rekursiv, es existiert Teilfolge xnk plus 1 von xnk. Ja, und für die gilt dann der Radius hier oder diese Epsilon-Umgebung, die sich da quasi überlappen, weil wir ja präkompakt haben für jedes Epsilon, die ist dann kleiner gleich 2 hoch minus k plus 1. Ja, also hier haben wir quasi 2 hoch 0, wenn man so möchte. 2 hoch 0 plus 1. Hier haben wir dann 2 hoch minus 1 plus 1, also 2 hoch 0. Und das setzen wir jetzt quasi rekursiv fort. Dann bekommen wir das d von xnk plus 1 zu xmk plus 1 eben gerade kleiner gleich sein muss als 2 hoch minus k plus 1. So, und jetzt kommt ein funktionalanalytischer Standardtrick. Aus diesen ganzen Folgengliedern wählt man jetzt die Diagonalfolge aus. So, was ist die Diagonalfolge? Die ist im Wesentlichen genau das, was man sich darunter vorstellt. Wenn ich mir jetzt quasi diese Folgenglieder alle als Schema aufschreiben werde oder würde, dann kriegt man so ein Rechteck raus. Und jetzt nimmt man aus diesem Rechteck gerade genau die Diagonale raus. Also x1 in der ersten Teilfolge, x2 in der zweiten Teilfolge, Punkt, 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 xk in der Kartenteilfolge. Das heißt, diese Folge sieht gerade so aus. Wir sagen xn Stern, so nennen wir die Diagonalfolge, soll einfach sein, jeweils xn in der n-ten Teilfolge. So, und jetzt folgt daraus natürlich aus der Definition unmittelbar, dieses xn Stern ist für n größer gleich k Teilfolge, ja, wovon? Von dem xnk. Weil genau da liegt es drin, für n größer gleich k. Und damit kriegt man dann sofort raus, dass der Abstand von Gliedern xn Stern zu xm Stern aufgrund dieser Teilfolgeneigenschaft kleiner gleich als 2 hoch minus k plus 2 sein muss. Ja, hier kommt quasi noch einer obendrauf zu dem hier, weil wir jetzt ja irgendwie in der n größer gleich Karten sind. Das heißt, wir sind hier oben in dem Fall, aber halt noch ein weiter. Mindestens ein weiter. Und zwar für nm. Ja, wo muss das nm liegen? Ja, es muss größer gleich k sein, weil da sind wir gerade in der Teilfolge. Ja, und das ist aber gerade die Cauchy-Eigenschaft. Das heißt, dieses xn Stern ist eine Cauchy-Teilfolge. So, wovon? Da kommt es jetzt noch drauf an, um den Beweis vollständig zu machen, von xn. Weil nämlich diese ganzen xnks für jedes k
ursprünglich ja mal eine Teilfolge von Xn war. Dann hat man das rekursiv runtergebabbelt. Xn1 war Teilfolge Xn, Xn2 ist Teilfolge von Xn1, aber natürlich auch Teilfolge von Xn, weil das ist ja im Wesentlichen eine Äquivalenzrelation, die dahinter steckt. Das heißt, man hat hier rekursiv Teilfolgen gebaut, die aber ursprünglich immer noch Teilfolgen von Xn waren, nimmt die Diagonalfolge raus, hat eine Teilfolge von Xnk, die aber immer noch eine Teilfolge von Xn ist. Und das heißt, aus der Präkompaktheit können wir hier über diese Diagonalfolge die Cauchy-Teilfolge ja, konstruieren. Und genau das ist die Behauptung gewesen. Und damit haben wir diesen Satz bewiesen und können ab jetzt also darauf zurückgreifen, dass ein Raum genau dann kompakt ist, wenn er präkompakt und vollständig ist. Und mit diesem ersten Resultat würde ich sagen, schließen wir jetzt auch diesen ersten Teil des vierten Kapitels und machen an der Stelle dann im nächsten Video weiter. Und da wird es dann zumindest schon mal in die Richtung des Satzes von Arcela-Ascoli gehen. In die Richtung deshalb, weil da noch relativ viele Beweise zwischen sind, die einfach noch ein bisschen Technik erfordern, die aber insgesamt so in die gleiche Kerbe schlagen, wie das, was wir es jetzt gemacht haben. An dieser Stelle bedanke ich mich dann wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat ein wenig Freude bereitet, mir zuzuhören, wie ich hier vor mich hinrede. Ich hoffe, es war auch ein wenig hilfreich und vielleicht sogar ein bisschen lehrreich. Falls es Fragen, Kommentare und Anmerkungen oder Anregungen gibt, wie immer in die Kommentare damit. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Teil wieder und bis dahin, tschüss.